Mein Name ist Günter Fehlor, geboren am 29.03.1937 in Ostpreußen Klenau, heute Polen. Studiert Pädagogik, alles was so dazugehört. Nach der Wende wurden wir mit meiner Frau entlassen und sind nach dem Westen. Haben wir uns dort angemeldet, ob wir die Möglichkeit haben, dort zu arbeiten. Waren wir 10 Jahre im Westen und sind von Mannheim dann hier hergekommen zu Besuch bei meiner Schwägerin. Durch meine Neugier im Ort habe ich mir den Ort angesehen und noch am gleichen Abend sind wir hierher und haben dieses Haus gekauft, durchgeführt. Die ersten Klassiker, die jetzt in die Schule gehen, die ersten in der ersten Klasse, die bekommen von uns jeder eine Zuckertüte, machen wir ein schönes Fest und die Kinder bekommen jedes Jahr einen schönen Beutel mit Zucker, wie das zum Osterfest der Fall ist. Für die alleinstehende Rentner kommt der Nikolaus und auch sie bekommen alle ein Geschenk. Jedes Jahr wird das von uns aus gemacht. Ich gehöre auch zu dem Club. Es war bisher immer sehr schön. Alles hat soweit geklappt und wir werden das auch weiterhin so führen. Wir arrangieren uns auch weiterhin für den Ort, für die Menschen hier, für die Kinder hier, für die Kirche spenden wir. Wir helfen also in jeder Frage, wo es ist, wird das weiterhin von uns gemacht. Dann später habe ich den Chor übernommen, zum anderen der Chor von Tollner. Den habe ich 4,5 Jahre geleitet, bis ich gesundheitlich, bis es nicht mehr ging, wurde von mir gemacht. Dann war eine andere Chor von dem Chor. Wir haben gemeinsame Veranstaltungen durchgeführt zu Weihnachten, auch hier mit dem Tollner Chor hier in Sagetal ebenfalls. Schönes Weihnachtsfest haben wir hier durchgeführt. Das hat allen gefallen. 20 Jahre jetzt hier, ich muss das wiederholen, 20 Jahre hier. Uns gefällt das hier. Wir werden auch immer hier bleiben, denn die Menschen sind so gut. Es kommt immer eins zum anderen. Wir unterstützen hier. Und brauchen wir Unterstützung, sind Sie da?